Job, ey. David Russell und Tomasz Enge heißen die Sieger des dritten Saisonrennens des ADAC GT Masters. Der Lamborghini Gallardo REX setzt sich auf dem Red Bull Ring souverän gegen die Konkurrenz durch. Ein fantastisches Ergebnis. Ich habe gehört, ich bin der erste Australier, der ein ADAC GT Masters Rennen gewinnen konnte. Ich könnte nicht glücklicher sein. Für Polesetter Philipp Eng im gelben Porsche 911 verläuft der Start nicht gut. Sowohl Dominik Joest im Nissan als auch Andreas Wirth mit der Callaway Corvette können vorbeiziehen. Eng hatte den zweiten Platz gerade zurückerobert, als sich GT Masters Debütant David Russell im weißen Lamborghini Gallardo vorbeischiebt. Mitentscheidend über den Verlauf des Rennens sind im brütend heißen Spielberg die Pflichtboxenstops. Philipp Eng muss nach einem Plattfuß den Reifen wechseln und verliert somit nicht nur 13 Sekunden, sondern auch die Chance auf den Sieg. Der in Führung liegende Dominik Joest im Nissan GT-R kommt als letzter in die Box. Dem Fahrerwechsel am Steuer folgt die Wachablösung an der Spitze. Florian Scholze kommt hinter dem Lamborghini zurück auf die Strecke und gibt die Führung damit ab an Tomasz Enge. Knapp 18 Minuten vor Schluss muss das Team MRS GT Racing die Hoffnung auf einen Sieg vollends begraben. Der Nissan hat keinen Vortrieb mehr, Florian Scholze bleibt nur noch der Schleichweg zurück in die Box. Am Ende jubelt das Team Reiter Engineering vor Andreas Wirth und Daniel Keilwitz in der Callaway Corvette auf Platz 2 und Sebastian Asch und Luca Ludwig im Zagspeed SLS auf Platz 3.